da sind wir wieder zurück zu einer neuen Folge. Diesmal hier die belgische Look als Hauptdarsteller. So nenne ich sie. So haben wir sie damals mal genannt. Bestellnummer habe ich gerade nicht im Kopf. Dabei die blende ich gleich ein. Oder ihr seht sie im Titel. Und was wir genau haben, sehen wir gleich nach dem Vorspann. So, da sind wir wieder. Ihr seht schon, die Pantographen sind hier auch nicht vorhanden. Das Einzige, was hier rumparkt, ist hier ein, der eigentlich hier gar nicht dran gehört, ein Schernpantographen. Der gehört eigentlich mehr zu blauen 141, die wir hier auch noch rumparken haben. Wie gesagt, das ist jetzt der einzige überlebende Stromabnehmer hier fürs, ich sag mal Stromabnehmer, Pantograph. So, was habe ich gesagt? Da hämmert einer. Das ist aber jetzt nicht hier der Instandsetzungstrupp, der jetzt hier die Loks hier instand setzt mit dem Hämmern, obwohl das würde passen. Ne? Gehen den kleinen Lautsprecher einstellen, dann hier so bum, 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 im Hintergrund hier so hämmern lassen. Vielleicht wird das sogar den Gleisplan. Vielleicht wird das hier das Instandsetzungswerk. Ich habe ja gesagt, ich habe ja eigentlich vor, hier fantasiemäßig hier so klein bisschen was zu machen, als wenn das hier hier so ein Gelände ist, wo einer versucht hat, eine Museumsbahn aufzumachen, ist aber dann irgendwie, hat sich an die Kosten überdingst, übernommen und musste bankrott anmelden und die ganzen Loks sind dann hier einfach abgestellt worden, vergessen worden und dementsprechend sehen die halt so aus, ne, kann man auch machen. Und jetzt hat ein anderer Trupp, der halt das Gelände gängig machen will, hat dann halt die Loks entdeckt. Ja, war wie gesagt weiter im Text mit der Lok hier. Aber da passen dann wieder der Silberling und die Lok vom Außen nicht mehr rein und die auch nicht. Die sind zu neu. Die sehen zu anständig aus. Aber okay, weiter im Text mit der belgischen hier. So. Dann mal gucken. Können wir sie fahren lassen? Lasse reinböngen. Will sie fahren? Sie will nicht fahren. Ne? Sie will, man hört's. Aber die Stromaufnahme, sie hat Probleme mit der Strom. Vorhin immer, wenn ich hier ein bisschen fester drauf gedrückt habe, dann ist sie dann gefahren. Birne will. Warte mal eben. Mehr Power. Also gestern fuhr sie ein bisschen. Sie fuhr gestern ein bisschen weiter. Aber wie gesagt, die hat ein bisschen mehr Probleme, weil auf der Strecke kann die 103 oder können die Loks, die hier stehen, die 103 und die 216er, die V200, können hier einwandfrei fahren. Und halt wie gesagt, da drin ist noch ein bisschen mehr im Argen, da wird auch ein Kabelabs sein. Ja, der Schleifer. Dann haben wir hier Kupplung abgebrochen, hier man sieht schon. Hier vorne auch, da ist nur noch ein Stümmelchen dran von der Kupplung. Haftreifen sehe ich hier keine. So, die Pantographen, da kommen drunter drauf, eher gesagt, drei Stück, drei Einholm-Pantographen. Einer hier vorne, zwei hier hinten.
wo der drauf ist. Was mir hier auffällt, auch bei der Lok hier oben drauf, da sind noch die ganzen Aufbauten. Zumindest erkenne ich hier noch einen Draht. Dafür fehlen hier die Fenster. Frischluftzufuhr. Hier sind sie drin. Okay. Jo, das war jetzt die belgische Lok. Warte mal eben hier. Vorne hier fehlen Puffer. Abgebrochen. Hier hinten komplett. Also ihr seht schon. Ich sag ja, Lokweitwurf. Also zumindest habe ich da Erinnerungen dran, dass wir es gemacht haben. So, auch da Ersatzteile organisieren. Da müsste ich mal gucken, was man da noch kriegt als Ersatzteile. Ansonsten, ja, die Stromabnehmer. Habe ich auch schon geguckt, die Einheim-Stromabnehmer zwischen 12 und 30 Euro einer. Märklin-Original-Ersatzteil gebraucht. Gucken, ob man vielleicht von Sommerfeld irgendwas finden kann, was man vielleicht hier drauf zimmern kann. Weil wie gesagt, das sind hier die Sachen, die Pantographen, die irgendwie finde ich das teuerste an der Lok ist. Okay, Drehgestelle auch. Wenn ich gucke, so wenn man eine 111 hat zum Beispiel, habe ich gesehen, dass die Drehgestelle bis zu 30 Euro eins kostet. Ne? 111 habe ich ja leider nicht. Die fehlt mir in meiner Märklin Sammlung. Ah, da versuche ich auch schon die ganze Zeit hinterher zu gehen, aber jo, die werden mir dauernd vor die Nase weggeschnappt. Gut, das war die belgische Lok, mal eben Kürz und Würze. Also, wir haben gesehen, hier hinten die Birne funktioniert. Vorne weiß ich nicht. Habe ich jetzt auch nicht gesehen. Wie gesagt, hier erstmal zu finden, einen Kontakt, wo die jetzt hier will. Warte mal eben. Gleisen wir die nochmal auf. Ich sollte mir vielleicht auch mal ein Aufgleisungsdings hier besorgen. So eine Aufgleisungshilfe. Okay. Ja. Kaum ist die Kamera aus, da funktioniert hat. Warte mal eben, da ist sie angefahren. Oh, 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 sie ist gefahren. Sie ist weitergefahren als gedacht. Dame hat Power unter. Also sie will. Sie will. Gucken kann vielleicht sein. Wie gesagt, die gucken uns ja an, wie wir die Ersatzteile besorgt haben. Vielleicht müssen auch die Bürsten getauscht werden, der Schleifer. Da kann alles drin sein. Gut, das war jetzt die belgische. Bestellnummer habe ich gerade nicht im Kopf. Suche ich mal raus. Und dann würde ich sagen, wir machen weiter mit der nächsten Lok.